Resteverwertung aus dem Kühlschrank oder auch so. Ja, jetzt schauen wir mal Schönes, was der Kühlschrank uns zu bieten hat hier. Und ich habe eine ganz tolle Überraschung für euch. Leckere Soßen gibt es natürlich auch wieder. Und danke, danke für eure Treue. Und jetzt starten wir auch gleich los. Und nachdem ich meinen Kühlschrank durchsucht hatte und noch nicht mehr so viel fand als zwei Eier und eine Tomate. Ja, und dann habe ich hier noch etwas Reibekäse im Kühlschrank gefunden. Ja, und daraus machen wir jetzt ein leckeres Essen. Ich habe hier von diesen Reisblättern 22 cm Durchmesser haben die. Und mit dem fange ich jetzt mal an. Habe hier etwas Wasser. Ich brauche ja gar nicht allzu viel Wasser. Und daran weiche ich jetzt mein Reisblatt etwas auf. So, da stelle ich jetzt mal kurz beiseite. Dann habe ich hier meine Tomate. Dann stelle ich jetzt so eine kleine feine Würfel. So, jetzt habe ich meine zwei Eier. Die ich jetzt hier rein aufschlage. Etwas Knoblauch. Bisschen von meinem Räuchersalz mit rein und noch etwas Pfeffer. Das schlage ich jetzt hier erstmal auf, weil darauf verteile ich jetzt das Ei. Ja, die Eier, besser gesagt. Da jetzt noch die Tomaten mit rein. So, und jetzt kommt von meinem Reibekäse noch oben drüber. Also es muss gar nicht allzu viel sein, so. Es ist ja nicht mehr allzu viel drin, werde ich den Rest jetzt hier drauf machen. So, habe ich das jetzt rübergehoben in die Heißluftfritteuse rein. Und da lasse ich es jetzt mit 81 Grad und für 5-6 Minuten mal laufen und dann schaue ich weiter. So, 81 Grad, 6 Minuten, dann sieht das jetzt so aus. Das könnte fast noch ein ganz klein bisschen. Ist noch etwas weich. Mach nochmal ein Minütchen nach. So, jetzt habe ich sie nochmal 2 Minuten länger drin gelassen. Das langt mir jetzt. Jetzt hole ich das dann mal raus. So, drehe ich das jetzt einfach mal um. Denn so hängt das noch etwas an der Silikonschale. Jetzt muss ich das noch ein bisschen abkühlen lassen. Dann kann ich das da leichter abziehen. So, und das rolle ich jetzt einfach auf. Ich dachte, ich nehme den noch als Helferchen. Dann geht es ein bisschen leichter mit dem Aufrollen. So, ich soll ja immer noch anschneiden. Aber ich denke, bei einer Eierrolle, die mir so sparen können, aber schaut, so sieht die jetzt aus. Leckeres Frühstück, einfach aus Resten. So, heute haben wir den leckeren Blumenkohl hier. Der war unten im Gemüsefach noch drin. Den befreie ich jetzt hier erstmal. So, die Blumenkohlblätter sind sowas von klasse. Die werde ich noch weiter verarbeiten. So, ich möchte heute Blumenkohlsteaks draus machen. Der Blumenkohl ist nicht allzu groß. Jetzt schaue ich mal, wie ich es am besten teile. Wenn ich das mittig mache, dann rechts und links. Ja, das dürfte so noch am besten. Das sind jetzt meine Blumenkohlstücke, die ich jetzt hier zubereitet habe. Und aus denen mache ich Blumenkohlsteaks. Da die doch sehr dick sind, und wenn man das Ganze immer lieber etwas weicher hat, nicht ganz so bissfest, kommen die jetzt erstmal in den Ninja Speedy und werden dampfgegart. Also kannst du jetzt auch bei dir im Kochtopf, wenn du kein Speedy hast, kein Dampfgar hast, leicht vorkochen. So, ich habe jetzt hier die Christblätter schon unten rein, habe hier heißes Wasser oder warmes Wasser. Der muss meistens immer so, dass es bis zur Unterkante von dieser Platte ist. Zwei da oben drauf. Deckel zu, Hebel hoch, einschalten, dampfgaren. Und das Ganze 10 Minuten. Ja, das langt dicke. Ich will ja nur etwas gegart haben. Die Schale etwas Olivenöl rein, sodass es eine
Vierteltasse in etwa ist. Dann kommen 2 Esslöffel geriebene Parmesan rein. So, und dann etwas Knoblauch. Entweder frische Zehen oder den geriebenen Knoblauch. Jetzt Chilisalz. Scharfe Paprika. Und etwas Salz. Ja, und das verrühre ich jetzt hier erstmal gut. So, ich hatte die kleinen Röschenstückchen von der Seite, hatte ich dann doch auch noch mit reingetan, habe die auch gleich mit Dampf gebacken. Hier habe ich jetzt meine Soße, die ich nochmal aufrühre. So, jetzt habe ich hier meinen Pinsel. Mit dem bestreiche ich jetzt das ganz gut. Deswegen habe ich das jetzt auch in der Alufolie, in die Silikonfolie reingetan, damit das mal noch das Öl runter ablaufen kann. Und jetzt drehe ich es einmal. So, alles verbraucht. Der Kohl kann noch ein bisschen einziehen, der Rosenkohl. So, hier habe ich eine Schale vorbereitet. Da habe ich schon von dem geriebenen Parmesankäse rein. Das lasse ich noch ein ganz klein bisschen weiter abkühlen und einziehen. Und dann wird das da drin paniert. Ja, und hier habe ich noch so ein paar restliche kleine Würstchen von gestern übrig. Und die kommen nachher zum Schluss noch mit kurz dazu. Dann haben wir einen Blumenkohlsteak mit diesen Würstchen. So, jetzt dürfen der Blumenkohl nicht ganz so heiß mehr sein. Das war auch der Hauptgrund, weshalb ich gewartet habe noch. Und jetzt kommt der hier rein. So, hier habe ich meine Heißluftfritteuse. Und da kommt jetzt die so oben drauf. So, die Röschen packe ich jetzt auch noch mit da rein. Noch etwas von den geriebenen Parmesan oben drüber. Ja, das war der letzte Rest. So kommt das jetzt in die Heißluftfritteuse, 180 Grad. Und das Ganze für 10 Minuten. Ich schaue mal, wie es knusprig wird. Vielleicht auch 15 Minuten. Ja, schauen wir mal, wie klasse das jetzt aussieht. Die kleinen Würstchen habe ich auch wieder ein bisschen zum Leben erweckt. So, schau, sieht doch gut aus. Kleine Würstchen zum Leben wieder erweckt. So, hier sind die restlichen Blumenkohlblätter. Und mein Mann sagte gerade zu mir, schade, dass wir keine Hasen mehr haben. Denn die können die wunderbar essen. Dann habe ich gesagt, keine Angst, hier werde ich weiter. Er guckt mich ganz verdutzt an. Sag, was willst du daraus machen? Ich sage, dann mache ich jetzt Blumenkohlsuppe. Das habe ich noch nie gehört. Na, jetzt schaut mal. Das war noch die restliche Soße von dem Einstreichen. Das habe ich auch aufgehoben und nicht weggeschmissen. Das werden wir jetzt auch mit dazu. So, und als erstes schneide ich jetzt hier die Blätter von dem Grünkohl hier. Das alles ringsum klein. Und dann versuche ich das jetzt auch ganz klein zu schneiden schon mal. So, jetzt habe ich alles klein geschnitten. Jetzt wandern wir rüber zum Speedy. So sah das jetzt zum Schluss im Speedy aus. Ich nehme die Crispplatte jetzt mal da raus. Da oben drin habe ich jetzt noch etwas Wasser. Und da kommt das jetzt alles rein. Jetzt habe ich hier meine restliche Soße. Und jetzt fülle ich den Rest mit Wasser auf und schaue, dass die Blätter bedeckt sind. Nur ein bisschen, aber nicht zu viel. So, dann schalten wir das Video wieder ein. In diesem Fall aber Hebel runter. Und Programm wechsle ich in Anbraten. Stufe 5 und Start. So, man sieht, wie das schon wieder richtig schön heiß geworden ist. Und jetzt habe ich hier meine Gemüsebrühe
2 Löffel. Das rühre ich jetzt so sachte drinne um und lasse es jetzt weiter köcheln. Schließe den Deckel wieder. Jetzt mal kurz aufs Blick in den Speedy, dass du siehst, wie das drinne purzelt. Schnell wieder zu. So, hier habe ich jetzt noch so einen Rest Zwiebel. Ich dachte, die schneide ich auch gleich noch klein, würfel die noch. So kommt das jetzt gerade in den Speedy nochmal mit rein. Das mal raus. Dann kommt das hier in meinen Häcksler. Da hat der Deckel drauf. Und mein Häcksler rein. Zwischendrin mal schauen. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das kommt jetzt erstmal hier rein. Na gut, dass ich den Opa jetzt hatte, der hat das jetzt aufgekriegt. Ja, ja. Da. So. Jetzt kommt das auch mit da rein. Oh, den nimmst du auf. Ja. Das gibt ja eine Blumenkohlsuppe, wo du gesagt hast, die Blätter für den Hasen. Um jetzt hier den Rest noch rauszuholen, das ist also jetzt der Rest, der da drin war von der Soße. Habe ich das immer kurz da reingefüllt. Und jetzt kommt alles von dieser Schale wieder hier rein. Die hatte ich ja nur mal gebraucht als Zwischenlager. So, dann verrühren wir das mal. Siehst du schon mal so, wie das schon so schön Suppe ist. Dann würze ich das noch etwas nach. Salz, Pfeffer. Jetzt habe ich ja noch Sahne. Und so ein Schepplöffel für Sahne. Kommt jetzt noch mit dran. So, und ich schalte den Speedy nochmal ein. Und lasse das da drin nochmal aufkochen. So, hier ist die fertige Suppe. Nochmal aufgekocht. So, fertig ist die leckere Blumenkohlsuppe. Im Hintergrund quackert es noch etwas vom Speedy. Aber sonst hast du es weggeschmissen. Jetzt hast du eine leckere Suppe hier. Die schmeckt richtig gut. So, hier habe ich jetzt Lauch. Den habe ich in so eine kleine Ringe geschnitten. Da kann ich ganz gut das hintere Teil vom Lauch verarbeiten dafür. Ja, das sind so 250 Gramm geworden, die ich dann da auch auseinandergenommen hatte. Und als nächstes gehe ich jetzt rüber zum Speedy. Ich habe gedacht, ich mache da jetzt das Ganze mit Dampfgaren, dass ich den Lauch etwas vorgare, 600 Milliliter Wasser. So, die Füßchen habe ich jetzt eingeklappt und jetzt kommt die Christplatte unten rein. Dann habe ich mir so ein Gitter gemacht, das lege ich jetzt da oben drauf. Weil der Lauch ist doch relativ klein und ich will nicht, dass seine Seiten runter durchfällt. Weil da kommt nämlich jetzt der Lauch oben drauf. So, den Speedy stelle ich jetzt auf Dampfgaren ein und von der Zeit 10 Minuten, da ich den Lauch nur etwas garen möchte, dass er schon mal vorgegart ist. So, hier habe ich jetzt Mozzarella noch, dann habe ich Bacon. Das schnippel ich mir jetzt mal etwas klein. Dann habe ich noch ein bisschen Bacon. Dann habe ich meine Petersilie hier. Die Stängel nehme ich auch mit. Weil die haben nicht gut Würze. So, das habe ich jetzt hier schon mal rein. Verteile das gut. Dann habe ich hier Joghurt. Mein Ei. Dann brauche ich Salz, Pfeffer, etwas Kurkuma,
Und etwas Chilisalz. Das hat jetzt gut verschlagen miteinander. So, ich habe den Lauch nicht ganz so lange gelassen. Der ist nämlich schon ganz gut. Den hole ich jetzt hier raus. Der kommt jetzt hier rein. So, und darüber kommt jetzt meine Flüssigkeit. So, hier habe ich etwas Gouda. So, und so kommt das jetzt in die Heißluftverteiler. Also da unten ist jetzt noch Wasser drin, das lasse ich ja drin. Mache ich mir jetzt nicht die Arbeit, nur das raus. Ich denke, das klappt auch so. So. Und Hebel runter. Einschalten. Vom Programm Heißluft rotieren. Und ja, dann lasse ich das bei 200 Grad und stelle es mal für 10 Minuten. Oder für 15 Minuten ein, aber ich denke, das dürfte. Ich will den Käse schön braun um drüber haben. So, da ist es fertig. Da habe ich noch die restlichen Blätter. Da werde ich was mit Falten machen. Ich habe da was entdeckt. Das werde ich mal probieren nachzumachen. Und das ist mein restlicher Lauch noch, den ich über habe. Da gibt es ein nächstes Gericht davon. Kennst du das? Viel zu viel Haxe gemacht und Haxe noch übrig. Was machst du jetzt daraus? Ich zeige dir ein Video. Zwei verschiedene Varianten, wie du ganz einfach die Haxe weiterverarbeiten kannst. Schau hier, sieht das nicht lecker aus? Und hier nochmal eine zweite Variante, noch etwas verändert. Die waren so lecker, schön knusprig außen. Mein Mann war ganz verwundert, was ich da Schönes gezaubert habe. Aber jetzt geht's gleich volle Bulle weiter. Ja, hier habe ich jetzt die Haxe entsprechend gelöst, den Knochen rausgeholt. Und alles kommt jetzt hier in meinen kleinen Häcksler rein, indem ich das jetzt mal grob dann... Kleinhäcksle klingt gut, war. Also ich habe alles hier verarbeitet, was von der Haxe übrig war. Die Schwarte hatte ich beiseite gelegt. Die habe ich dann nachher separat so auch noch mit in die Heißluftfritteuse reingetan. Und die habe ich nochmal etwas auf poppen, auf knacken lassen. So, alles in mein Häcksler drinne. Der Deckel noch oben drauf. Und jetzt wird alles klein geschrotet. Das geht also wunderbar einfach mit diesem Häcksler jetzt hier. Der hat richtig Power, der schrotet mir das jetzt klein. So, die Masse habe ich jetzt schon aus dem Häcksler rausgeholt, habe sie in eine Glasschale reingetan und als nächstes habe ich jetzt hier meine Zwiebel, die jetzt auch noch mit dazu kommt. So, die eine Zwiebel, die habe ich schon in den Häcksler reingetan und jetzt habe ich hier noch Knoblauchzehen, zwei Stück. Die kommen noch mit dazu und die werden jetzt auch klein mit gehäckselt werden. Ja, die Masse habe ich inzwischen umgefüllt in eine größere Schale, damit ich das nachher auch besser gut durcharbeiten kann. Jetzt kommen die gehäckselten Zwiebeln mit meiner Knoblauchzehe entsprechend da noch mit rein. Ja, als nächstes habe ich jetzt hier mein Ei, was ich aufschlage, was damit untergehoben wird. Ich schaue erstmal, wie das mit dem einen Ei passt, ob das so genug ist oder ob ich vielleicht sogar zwei Eier brauche. Ja, also ich brauche das zweite Ei auch. So, die Masse ist genug durchgearbeitet, sodass ich jetzt hier meine Hackfleischknödelchen, meine Frikadellen formen kann. Also es ist von dieser Masse, das ist eine relativ, wie soll ich es richtig ausdrücken, Masse, die man gut zusammendrücken muss, damit sie nicht wieder auseinanderfällt. Aber das sollte so mal passen. Jetzt förme ich hier meine Knödelchen schön oder meine Frikadellen schön. Und das natürlich jetzt so schnell, da ich mache für dich wieder. So, meine letzte Frikadelle, die ich jetzt hier entsprechend fest zusammendrücke. Jetzt habe ich hier das nächste in eine Schale geholt. Da kommt jetzt ein Ei rein. Und dieses Ei schlage ich jetzt hier etwas auf.
Jetzt habe ich mir eine Schale geholt, wo mein Dinkel, Semmelbrösel entsprechend reinkommen. So, und meine Frikadellen, so nenne ich sie jetzt mal, weil es werden ja auch Frikadellen, die werden jetzt erst hier in dem Ei gut gewälzt. Und wenn sie mit ringsherum gut bewälzt sind mit dem Ei, dann kommen hier entsprechend noch in den Semmelbröseln das Ganze gewälzt. Also ich will es ja wie Frikadellen entsprechend so zubereitet haben. Ja, ich musste wirklich sehr sachte arbeiten, da die Masse doch, siehst du, da fällt schon was ab. Also ich musste mal wieder etwas zusammendrücken. Es ist halt nicht so, wie die normale Hackfleischfrikadellen hast. Da hast du durch die Hackfleischmasse mehr Bindung. Deswegen musst du hier sehr gut Obacht geben und das gut fest zusammendrücken. Ja, und diesen Vorgang mache ich jetzt mit all meinen 5 Frikadellen. So, das ist jetzt die letzte Frikadelle. Die ist jetzt auch fertig. Die kommt noch dazu. Ja, und jetzt habe ich hier meinen Ölsprüher, wo ich jetzt meine Frikadellen jetzt mit Öl gut bestäube von beiden Seiten. Also ich drehe sie jetzt hier auch nochmal um, dass sie von der anderen Seite auch noch mit bestäubt werden. Ja, und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich dir 2 verschiedene Varianten zeige, weil die 2 nächsten Varianten, die ich danach zeige, die habe ich etwas anders zubereitet, nicht mit Öl eingesprüht. Aber das zeige ich dir ja ganz genau noch. Und du wirst merken, die schmecken auch richtig klasse danach, die andere Variante. Aber jetzt erstmal richtig schön, du siehst das richtig kräftig mit Öl einsprühen. So, jetzt ist es schon soweit, dass die in die Cursori reinkommen. Ich habe leider jetzt hier verpasst, das richtig aufzunehmen mit der Einstellung von der Temperatur und von der Zeit. Ich habe 200 Grad eingestellt und das Ganze für 15 Minuten. Ab dem zweiten Teil vom Video, wie ich die anderen mache, da kannst du das nochmal richtig gut sehen dann auch. Mein Salat ist jetzt schon fertig. So, den Salat habe ich schon auf den Teller angerichtet und meine Frikadellen, die Haxenfrikadellen, sind jetzt auch fertig und ich hole sie jetzt hier entsprechend aus der Heißluftfritteuse raus. Ja, und hier, das ist jetzt so diese Schwarte, die ich mitgebraten hatte. Da habe ich gedacht, ach, für meinen Mann nehme ich den wieder runter und packe ihn in die Mitte, die Schwarte mit auf den Teller. So, jetzt war ich aber neugierig und wollte mal gucken, wie das innen drinne geworden ist. Und ich schneide es jetzt mal auf und nehme es mal, lege es mal kurz auseinander, damit ihr auch mal reinschauen könnt. Jo, passt. Aber ich habe ja gesagt, ich habe noch eine zweite Variante gemacht. Doch bevor wir jetzt zur zweiten Variante rüberschwenken oder ich das gleich zeige, wie das gemacht wurde, habe ich mal ein paar Stimmen von meinem Mann leise eingefangen. Und die hört er jetzt gleich. Ist da nichts mehr von der Haxe gestern da? Das ist die Haxe. Ich habe Haxenknödel gemacht. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Was ist denn das wieder, Herr Fuhner? Ich habe gedacht, das Haxenfleisch so ist dann relativ trocken und machst du wie eine Frikadelle draußen, probierst du es so mal. Hackfleisch, oder? Das Haxenfleisch habe ich gehäckselt wie Hackfleisch und habe daraus die Frikadellen gemacht. Und wie schmeckt es? Gut. Gut? Ja. Fandst du die Idee nicht gut? Ja. In Ordnung, ich habe nichts Negatives dran. So, und jetzt kommen wir zum Teil 2. Das sind jetzt die Frikadellen, Haxenknödel, wie man so nennen will. Die sind jetzt übrig von gestern und die habe ich jetzt nochmal verarbeitet, habe die kleinen gehäckselt und das Ganze mache ich jetzt im Schnelldurchmarsch. Das müsst ihr nicht nochmal einzeln ansehen, denn wie das funktioniert hat, habt ihr ja in dem ersten Teil schon gesehen. So, also das klein gehäckselte Haxenfleisch ist jetzt wieder in der Schale drin und die erste Veränderung ist, dass ich jetzt hier schon mal ein Toastbrot mir geholt habe. Dann schneide ich mir das Toastbrot etwas klein, also ich würfle das jetzt hier. Und das kommt jetzt erstmal da in diese Schüssel rein. So, das Brot habe ich jetzt hier in dieser Schale und jetzt habe ich noch die Milch geholt und jetzt kommt die Milch entsprechend noch dazu. Ja, und mit dem Löffel tue ich jetzt hier diese Brotstückchen, also das Toastbrot, gut einweichen, denn ich will, dass die Milch komplett aufgesaugt wird von dem Toastbrot. Oder dass das Toastbrot die Milch aufsaugt, so gibt es vielleicht einen besseren Satz.
So, und hier kommen wir jetzt zur nächsten Veränderung. Ich habe jetzt hier Butter, die ich in kleine Stückchen mir etwas aufteile und die ich jetzt in diesem Fall in meine Mikrowelle etwas schmelze. Ja, hier habe ich jetzt meine geschmolzene Butter schon. Dann habe ich mir hier eine Glasschale geholt und da kommt jetzt noch mein eines Ei rein. Und das schlage ich jetzt hier entsprechend in dieser Schale auf. Ja, im nächsten Schritt geht es jetzt schon weiter, dass ich jetzt hier meine Masse habe von meinem Brötchen oder in diesem Fall war es hier das Toastbrot. Das Ganze wird jetzt unter diese Masse drunter gehoben. Ja, und hier habe ich jetzt auch nochmal Handschuhe angezogen, weil ich muss doch nochmal in die Kamera dann gleich wieder. Und das ist dann doch zu viel Hin- und Her-Unterbrechung. Aber jetzt tue ich halt die Masse da gut durchkneten, gut unterheben, dass das Hackfleisch, in diesem Fall nicht Hackfleisch, sondern das Haxenfleisch, etwas mehr saftiger wird. Ja, das erste war jetzt doch etwas trocken. Es hat zwar gut geschmeckt, aber wenn ich jetzt hier dieses Toastbrot noch mit unterarbeite, in Milch eingelegt, wird das doch etwas saftiger. So, alles paratgestellt und es kann losgehen. Die ersten Frikadellen werden jetzt geformt. Ich tue sie wieder richtig gut festdrücken, zusammendrücken. Aber in diesem Fall haben sie schon ganz andere Bindung. So, der erste Kloß kommt jetzt hier schon mal in die Eiermasse rein. Also die restliche Masse hat jetzt hier drei Knödel begeben. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das Ganze jetzt gut in dem Ei wälzen. Und von dem Ei kommt dann in die Semmelbröselmasse rein und auch dann nochmal gut wälzen. So, hier habe ich ja jetzt meine Butter, die ich aufgelöst hatte. Und darin wälze ich jetzt diese Knödel. Also diesmal nicht mit Öl bestäuben, sondern in diesem Butter, die ich aufgelöst hatte, darin das Ganze gut mal wälzen und sich vollsaugen lassen. So, und jetzt kann das Ganze schon rüber in die Kursori kommen. Und gleich schwenke ich auch rüber zur Kursori. So, hier könnt ihr das Display jetzt gut sehen. Ich habe jetzt Airfry gedrückt und für die Temperatur wollte ich 200 Grad einstellen. Und von der Zeit 12 Minuten und Start. So, wir haben es geschafft. Schau mal, wie der aussieht. Richtig schön. Also, sie sind durch die Butter eingelöst darin doch richtig schön klasse geworden und eine schöne Farbe bekommen. Nicht so blass wie die ersten. Das hat mir erst einmal nicht so richtig gefallen, muss ich euch ehrlich sagen. Schau, das sieht schon bedeutend besser aus. Ja, und sie haben auch wunderbar geschmeckt. Ja, und schau, die sehen da richtig lecker aus. Hier habe ich sie auch nochmal aufgeschnitten. Ja, ist denn schon Weihnachten? Schau mal, ist die Tasse nicht klasse geworden? Ein Tag ohne Heißluftfritteuse ist wie ein Tag ohne Kaffee. Sinnlos. Das habe ich mir jetzt überlegt für euch, dass ihr diese Tasse in Zukunft bei mir dann auch erwerben könnt. Das war ja so ein Wunsch von euch, dass ihr ganz gerne so ein paar Artikel passt für eure Heißluftfritteuse hättet. Ja, und schaut mal, meine Nagelfee ist auch wieder da, aus ihrem Urlaub zurück. Und ich habe wieder schöne Fingernägelchen, ohne dass sich jemand beschweren muss. Ja, die Hände waren trotzdem immer gepflegt und sauber. Leider die Nägel etwas länger gewachsen. Aber das ist doch richtig schön, die Tasse, wa? Ja, weitere Infos, ab wann ihr die erwerben könnt, folgt noch.